Hallo und herzlich willkommen. Heute widmen wir uns dem Thema Statistiken, einfach mal grob angehauen. In der Festung des Musketiers haben wir hier das Kampflok. Da gucken wir uns mal im Protokoll an. Wir haben hier also die Luftschiffe, wir haben die Wächter, Haustier. Wenn wir uns mal die Vorteile genauer angucken, setzen sich die Statistiken zusammen aus Truppenangriff, also ein Bonus, der allen Truppen hilft. Dann die spezielleren Infanterie, Kavallerie, Fernkampf, jeweils in Angriff, Verteidigung und Gesundheit unterteilt. Ich setze meinen Fokus auf die Kavallerietruppen und die Infanterietruppen. Weiter unten haben wir noch die Artillerie. Ist jetzt nicht wirklich wichtig, wenn mal das Schloss angegriffen wird oder so, aber ansonsten sind die eigentlich eher Zierde aufgrund der großen Kapazität ganz nett fürs Sammeln. Verwende ich aber eigentlich auch nicht. Die habe ich nur, um halt im Schloss bisschen mehr Infanterie wegzubolzen. Wir haben den Schaden durch Armee, ganz wichtig. Dann haben wir nochmal so den Infanterieschaden, den Kavallerieschaden, den Fernkampfschaden. Diese Werte machen jetzt nicht, augenscheinlich nicht so viel aus, sind aber wichtig. Die pushen die Statistiken doch ungemein. Dann haben wir hier noch den Schaden für Armee reduziert. So könnt ihr also die Gegnerstärke ein bisschen ausgleichen. Auch wichtige Werte, auch Schaden erhalten von Infanterie, Kavallerie, Fernkampfschaden. Dann gibt es noch Durchforschung, zum Beispiel Schaden Fernkämpfer gegen Infanterie, Schaden Fernkämpfer gegen Kavallerie. Schaden Kavallerie gegen Infanterie, Kavallerie gegen Fernkampfschaden. Das gleiche gibt es auch nochmal mit der Reduzierung. Schadensreduzierung Infanterie gegen Fernkämpfer, Schadensreduzierung Infanterie gegen Kavallerie, Infanterie gegen Artillerie, Schadensreduzierung Fernkämpfer gegen Kavallerie, Schadensreduzierung Kavallerie gegen Fernkämpfer. Dann gibt es noch die offensive Tödlichkeit, offensiver Widerstand, also wie viel Truppen im Endeffekt draufgehen können, das wird hier nochmal geregelt. Unten haben wir nochmal die Kriegsbücher, die bringen auch nochmal nette Boni. Zudem haben wir hier noch die Kampfdetails. Hier sehen wir also, wie setzt sich der Marsch zusammen. In diesem Fall habe ich nur einen Kavalleriemarsch gemacht. Normal wäre es eigentlich sinnvoll, Infanterie mit reinzuhauen. Da Infanterie den Schaden frisst sozusagen, den Schaden ablenkt und dafür kann die Kavallerie dann zuschlagen. Ja, der Gegner hat Infanterie und Distanztruppen. Gucken wir uns mal eben die Truppentypen an. Wir haben also in der Kaserne die Infanterietruppentypen. Jeder Truppentyp ist nach einem Tier gestaffelt, von Tier 1 bis Tier 13. Ich bin aktuell bei Tier 12. Ihre Gesundheit, Angriff, Verteidigung, Geschwindigkeit, Stärke, Ladung fürs Sammeln. Die Infanterie hat den Vorteil, dass sie gut gegen Kavallerie sind aber schwächer gegen Fernkampftruppen. Bei der Kavallerie ist es so, dass sie
stärker gegen Fernkampftruppen sind und schwächer gegen Infanterie. Und die Distanztruppen sind stärker gegen Infanterie und schwächer gegen Kavallerie. Also es ist hier schon mal wichtig, wie die Märsche zusammengesetzt sind. Wenn ich jetzt also gegen einen Kämpfer antrete, der Infanterie und Distanztruppen benutzt, dann wäre es sinnvoll, Infanterie und Kavallerie zu nehmen. Oder das Ganze wird nochmal unterstützt durch die Wächter. Da gibt es Kavallerie, Infanterie und Distanz. Die aktuellsten Wächter sind die Sannas. Da hat man hier jetzt nochmal verschiedene Eigenschaften, die nochmal die Auswirkung auf die Kampfkraft haben. Hier also zum Beispiel eine Chance von 60% feindliche Truppen zusätzlichen Schaden zuzufügen. Dann können die Effekte, wie hier den Vernichtungseffekt, verteilen. Dieser verteilt ihn jetzt nicht, aber wenn die unter einem Vernichtungseffekt sind, dann wird der Schaden nochmal erhöht. Hier haben wir eine Verringerung des erhaltenen Schadens für die Wächtertruppen. Deine Truppen haben eine Chance von 50% feindlichen Truppen zusätzlichen Schaden zuzufügen. Wieder extra Schaden, wenn ein Vernichtungseffekt entsteht. Hier nochmal den Skill, eine Chance von 50% zusätzlichen Schaden zuzufügen. Und unter Vernichtungseffekt stehende Truppen kommen nochmal 12% mehr Schaden. Ist nochmal die Chance auf kritischen Treffer. Dann gibt es noch ein Skill, der muss freigeschaltet werden mit epischen Wächtern. Da gibt es hier die freien Wächter quasi, die man da zuteilen kann. Man kann aber auch bestehende nehmen. Ich warte da eigentlich immer, bis ich einen voll ausgelevelt habe und die verpulver ich dann für die, wo es sinnvoll ist, die Fähigkeiten freizuschalten. Hier würde jetzt den Fernkampftruppen mehr Feuerkraft zugestanden werden, plus 30% Schaden. Zusätzlich unterstützt und schützt sie andere Einheiten, indem die Sterbewahrscheinlichkeit für Kavallerie- und Fernkampftruppen gesenkt wird und überlebende Infanterietruppen wenn die vorhanden sind, wird die Truppenstärke auch nochmal erheblich gesteigert. Bei Fernkampfmärschen wäre es also sinnvoll, Eliosana und Selinisana zu benutzen. Bei Infanteriemärschen sind aktuell Gerhard Möller und Michael Hand eine gute Wahl. In der Kombination und bei Kavalleriemärschen Lara Jones und Entschuldigung, Arthur Willi und Guarani. Ich habe jetzt beim Hauptmarsch, weil Lara Jones bei mir recht stark ist, Lara Jones und Arthur Willi. Benutze aber bei den Märschen jetzt zum Beispiel im Gold-Event Gerhard Müller, Michael Hand nehmen ungefähr 40% Infanterie und 60% Kavallerie. Man kann aber jetzt auch zum Beispiel Aramis mit Gerhard Müller zusammen benutzen. Also man sollte so ein bisschen darauf aufpassen, dass die homogen sind, die Zusammenstellung. Bei Kavallerie würde jetzt zum Beispiel auch Jakob und Anne gehen. Könnt so ein bisschen nach den Sternen gucken. Aber die Fähigkeiten der neuen Wächter sind schon
großer Vorteil. Dann haben wir hier, wenn wir auf Entwickeln klicken, Luftschiffteile, Kuriositäten, Haustiere, Waffenkammer, Edelsteine, Wächterwaffen, Gebäudewappen. Gucken wir uns mal die Luftschiffteile an. Hier sehen wir also wieder verschiedene R-Typen. Desto höher die Zahl, desto höher ist der Vorteil. Gucken wir uns mal R3 an. Da ist also der Infanterieangriff, Kavallerieangriff und Fernkampfangriff hier bei 10,5% Steigerung. Gucken wir uns jetzt aber mal die R11 an. Sehen wir hier schon 3748. Bei den Werten ist also ein enormer Unterschied. Die neuen haben jetzt nochmal 6560% plus. Also lohnt es sich da up-to-date zu bleiben. Die sind jetzt in diesem Fall aktuell noch recht teuer, deswegen bin ich da noch bei den R11ern. Dann haben wir die Kuriositäten. Hier haben wir einmal, wir haben vier Optionen. Einmal Infanteriewerte, Kavalleriewerte, Fernkampfwerte und Truppenwerte. Hier sind die R12 auch noch recht teuer, was die Bücher angeht. Deswegen bin ich da noch zurückhaltend gewesen. Hab jetzt hier die R11er. Bei den Luftschiffteilen sind es übrigens andere Konstellationen. Da sind einmal Infanteriegesundheit und Fernkampfgesundheit. Truppenangriffwerte. Truppenverteidigung, Truppengesundheit. Dann noch einmal Angriffswerte der drei Typen. Und Verteidigung von Infanterie, Kavallerie und Fernkampftruppen. Dann haben wir noch die Waffenkammer. Dort habe ich jetzt im Moment einen Mix. Da gibt es dann Teile, die die Fernkampfverteidigung erhöhen. Also Verteidigung der Kavallerie, Fernkampfverteidigung, Verteidigungsmacht der Truppen, Infanterieverteidigung, Artillerieverteidigung. Das gleiche gibt es nochmal mit Angriff und nochmal mit Gesundheit. Jeweils beides zweimal. Hier gibt es auch nochmal einen Bonusvorteil. Schaden für Armee, Schaden durch Armee. 108, wenn man alle sechs Teile zusammen hat, macht eigentlich Sinn. Bei mir ist es so, dass ich hier schon bei plus 5 bin bei manchen Teilen und dann sind die Verbesserungen zum nächsten Set negativ. Das heißt, ich muss da erstmal das Grundteil bauen und dann nochmal verbessern, um da Punkte zu bekommen. Deswegen habe ich hier schon ein paar entwickelt. Hier nochmal die Edelsteine. Da haben wir also die Schatzsuche. Da können wir täglich Wächter losschicken zum Sammeln. Da gibt es dann Chemiestaub und es gibt Edelsteinessenz. Zusätzlich werden Vergünstigungen nach und nach freigeschaltet, je nachdem, wie weit man im Fortschritt ist. Den Alchemiestaub kann man jetzt hier einsetzen. Zack, und dann kriegt man nochmal Mats zum Upgraden. Es gibt auch die Edelsteinwerkstatt, wo man Edelsteine polieren kann. Und in der Edelsteinwaffenkammer kann man die Edelsteine an sich dann herstellen, einsetzen und verbessern. Hier habe ich jetzt zum Beispiel noch die T12er. Auch hier gibt es wieder Boni, wenn man sechs Teile auf verschiedenen Stufen hat. Die sind richtig schön.
Aber auch da, um Punkte mitzunehmen, habe ich hier schon mal ein paar von den R13 mit drin. Hier ist es so, wir haben hier einmal die Gesundheitswerte der drei Truppentypen. Angriffswerte, die gibt es viermal. Bei der Gesundheit, die gibt es sechsmal. Dann nochmal mit der Verteidigung, die gibt es auch sechsmal. Und dann haben wir noch zweimal die Truppenwerte Gesundheit, Angriff und Verteidigungsmacht. Zudem gibt es noch die Wächterwaffen. Hier haben wir die unterschiedlichen Typen wieder. Teilweise muss man das Vorgängermodell haben, wie hier zum Beispiel. Den neuen Weltbogen braucht man auf 1, um den verwenden zu können. Dann braucht man genug Schriftrollen und nochmal mediterrane Metallrohstoffe. Hier habe ich jetzt zum Beispiel zweimal Kavallerie schon hochgehauen. Auch hier gibt es dann zweimal Kavallerie, zweimal Truppenwerte, dann nochmal Fernkampf und Infanterie jeweils zweimal. Zusätzlich kann man auch veredeln klicken. Hier könnt ihr durch das Veredeln. Zusätzliche Fähigkeiten freischalten. Und ihr könnt durch das Verbessern diese Werte nochmal steigern. Habt ihr hier den Verbesserungsfortschrittanzeiger. Wenn ihr den aktiviert, könnt ihr also sehen, wie weit sich das Ganze dann ändert. Hier habe ich jetzt zum Beispiel mehr positiven Effekt als negativen Effekt, deswegen ersetze ich hier mal. Hier habe ich auch wieder das gleiche Spiel, ersetze ich. Hier ist ein Negativbeispiel, hier mache ich also minus 2,4%, wenn ich ersetzen würde und würde plus 1,6% gut machen. Deswegen behalte ich die Werte lieber. Hier das gleiche nochmal, plus 1,2% und minus 2,4%. Macht also keinen Sinn da zu verbessern. Also behalten wir die Werte und hier alles negativ. Ja, also Quatsch da jetzt zu ersetzen. Behalten wir. Dann haben wir noch die Gebäudewappen. Auch die sind wieder unterteilt. Einmal in Fernkampfangriff, Fernkampfverteidigung, Fernkampfgesundheit. Dann Truppenangriff, Truppenverteidigung und Truppengesundheit. Dann haben wir nochmal das gleiche für Infanterie, Infanterieverteidigung, Infanteriegesundheit und für Kavallerie. Auch hier wieder in verschiedene R-Stufen unterteilt. Wie ihr hier sehen könnt, sind hier grüne Punkte. Die werden also entsprechend freigeschaltet, wenn ihr genug Ruhmesbanner eingesetzt habt. Auch die, jedes Gebäude hat die Möglichkeit, also hier in Schlossnähe, Ruhmesbanner eingesetzt zu bekommen. Auch die können hier wieder die Werte verändern. Hier sehen wir oben auch das Level. Interessant wird es ab Level 40. Da gibt es also nochmal eine enorme Steigerung. Aber auch entsprechend teuer. Hier zum Beispiel Angriffsmacht der Kavallerie, Verteidigungsmacht der Kavallerie und erhaltener Schaden der Kavallerie werden nach und nach mehr Fähigkeiten freigeschaltet. Hier sind es also schon drei, die ich steigere mit Verbesserung. Hier sind es noch zwei. Ja, Artillerie habe ich auch schon nach und nach um beim Allianz Crush noch mal ein paar Punkte gut zu machen eingesetzt. Lohnt sich aber eigentlich nicht.
gucken wir uns noch die Kriegsbibliothek an. Hier gibt es also Infanterie, Distanztruppen, Kavallerie. Da gibt es einmal für alle Tierlevel der Truppenfähigkeiten jeweils zwei. Bei der Infanterie zum Beispiel Aufopferung. Die hat den Effekt, dass die Infanterietruppen Gegner provozieren, sie anzugreifen, um andere Truppen zu schonen. Die Infanterie erleidet 35% Schaden für andere Truppen, wenn mehr als 50% der Gesamtmaschineninfanterie verbleiben. Dann nochmal unzerstörbar, kommandiere deine Infanterie mit einem Moralschub für ihre Verteidigungsmacht. Die Verteidigung der gesamten Infanterie um 32,5% erhöht. Dann gibt es bei der Kavallerie nochmal entsprechende Fähigkeiten und man kann die einzelnen Truppentypen nochmal boosten. Zum Beispiel hier mit dem unablässigen Ansturm. Niemand kann deine stürmenden Kosaken aufhalten. Beim Angriff verursachen stürmende Kosaken Gesundheit mal 210% Zielgesundheit mal 27,5% zusätzlicher Schaden. Da habe ich jetzt hier zum Beispiel 12er und 11er gepusht, weil beim UAC 12er schon mal knapp werden können. So könnt ihr also eure Werte nochmal steigern. Dieser ganze Mix macht also eure Stärke aus. Was ich meinte mit Punkten gut machen, es gibt immer wieder dieses Shop-Event. In diesem Fall ist es Frühlingslaternenfest. Die Optik ist aber immer die gleiche. Hier könnt ihr diverse Sachen kaufen von Doppelgold, Baubonus für 1 bis 29, einmaliger Baubonus Level 1 bis 34, Sonderabzeichen, Rekrutierungsbanner, Abzeichen. Interessant wird es hier, wo ihr entsprechende Mats für eure Upgrades kaufen könnt. Trümmerstücke zum Polieren. Und entsprechende Handbücher oder Rollen, um R-Typen freizuschalten, Elixiere, Rüstungsteile und Zahnräder, auch nochmal Forschungs- und Ausbildungsbeschleunigung, um dafür die entsprechenden Items zum Kaufen zu können, gibt es Aufgaben, die ihr erfüllen könnt. Da gibt es Tagesherausforderungen, die hilft deinen Verbündeten, verbrauche Ausdauer, sammle Ressourcen, tausche am Marktstand, tausche an der Munitionsbörse, setze Baubeschleunigung ein. Dann gibt es nochmal heute zum Beispiel Gebäudewappen und Luftschiffteile, zudem wieder Aufladebelohnung für Gold. Das ist aber jetzt nicht so das, was ich benutze. Und eigentlich ist es so, dass ich mit den Verbesserungen warte, bis dieses Event kommt. Durch das Verbessern kann ich dann nämlich fehlende Teile kaufen und nochmal verbessern, entsprechend die Belohnung wieder sinnvoll einsetzen, um die Statistik nochmal in die Höhe zu treiben. Wie genau, das zeige ich euch nochmal im anderen Video. Das war jetzt so eine kleine Übersicht zu den Statistiken. Was kann man machen? Was hat Effekte? Zusätzlich gibt es hier noch die Kaiserliche Universität. Hier habt ihr also im ersten Baum Angriffstaktik, eine Steigerung der Marschkapazität, offensive Tödlichkeit, offensiver Widerstand, Truppenangriff, Truppenverteidigung, Erhöhung des Truppenschadens, richtig schön.
Dann nochmal hier offensive Tödlichkeit, offensiver Widerstand. Hier habe ich nur den Widerstand nochmal freigeschaltet, um hierbei erweiterte Angriffstaktik fortschreiten zu können. Geht nämlich gleich gut los mit Erhöhung des Truppenschadens. Dauert recht lange, bis man hier vorankommt. Hier sind es also zum Beispiel 6 Tage. Macht auch Sinn, hier voranzuschreiten. Man kann hier die Marschkapazität schön erhöhen, denn desto mehr Truppen ihr in den Märschen habt, desto mehr Schaden können sie natürlich anrichten bzw. nehmen, um Gebäude zu verteidigen oder Gebäude einzunehmen, in Dunkellande zum Beispiel, beim Gold-Event oder bei der ultimativen Allianzkampagne. Hier freue ich mich schon auf die Schadenswerte und die Marschkapazität wird hier mit plus 10.000 pro Schritt auch nochmal schön gesteigert. Was wir noch haben, ist die Forschung. Hier haben wir also so Standardsachen wie Entwicklung, Wirtschaft, Verteidigung, wenn euer Schloss direkt angegriffen wird. Das gleiche für Kampf. Zudem gibt es nochmal Spezialforschung, wo ihr hier die Bücher die Schriftrollen des Gelehrten für braucht. Und da werden jetzt Werte zum Beispiel wie Schadensreduzierung, Kavallerie gegen Fernkämpfer gesteigert. Marschkapazität. Hier zum Beispiel Schaden, Fernkämpfer gegen Kavallerie sind also auch ganz nett. Bloß sind die Bücher nicht ganz so leicht zu bekommen. Deswegen muss man da ein bisschen geduldig sein. Was noch Auswirkung hat, ist hier in den Katakomben Truppengesundheit, Truppenangriff, Verteidigungsmacht, je nachdem, wie viele Abschnitte ihr freigeschaltet habt. Macht auch Sinn, hier voranzukommen, damit ihr im Shop die Rahmen kaufen könnt. Da haben wir zum Beispiel Schaden durch Armee plus 10%. Infanterieschaden plus 10, Kavallerieschaden plus 10, Fernkampfschaden plus 10. Zusätzlich den auch Talente. Ich habe zugesehen, dass ich auf VIP 12 komme. So habt ihr hier die schnelle Talentänderung. Habe ich also einmal für Wirtschaft, also Sammeln und Bauen und Forschung. Und einmal für den Kampf. Habe ich also zum Beispiel die ganzen Truppenwerte erhöht. Artillerie nur das Notwendigste, um voranzukommen. Und unter Balance gibt es dann auch nochmal Truppenwerte wie Angriff, Verteidigung, Gesundheit. Dann auch nochmal gesteigert habe. Da habe ich erstmal einen Schnitt gemacht, um dann nochmal weiter die fehlenden Ergänzungen fortzuführen, wie jetzt die Infanteriewerte. Bei den Truppen gibt es jetzt auch noch die Söldner. Die haben auch nochmal spezielle Fähigkeiten, einmal die Standardfähigkeiten von Infanterie, aber auch nochmal, dass die Infanterietypen 10% Chance haben, direkt anzugreifen, feindliche Fernkampftruppen so zusätzlich plus 20% Schaden zufügen. Kavallerie hat das. Die Möglichkeit von 5% haben, Schaden
zu reduzieren von feindlichen Truppen für 2 Runden um 20%. Und Fernkampf hat eine 10% Chance, direkt anzugreifen und feindlichen Fernkampftruppen zusätzlich 20% Schaden zuzufügen. Kann man also mit in den Marsch reinnehmen. Hier haben wir jetzt noch den Drillplatz. Da haben wir eine Übersicht der verschiedenen Truppen, die wir haben. Da habe ich hier also meinen Marsch, den ich für Bedrohung einsetze, mit Wächterkonstellationen. Hier wäre es auch sinnvoll, Guarani statt Clara June zu benutzen. Clara Jones und Jane Dark hier sind sinnvoll für gemischte Märsche, aber für Bedrohung habe ich die einfach Kavallerie zusammen. Einfach nur Kavalleriemarsche, Märsche. Zum Beispiel Milady de Winter und Jakob von Helsing. Hier habe ich Anne und den Gaston. Da ist noch nicht so viele Kavalleriewächter gibt, habe ich jetzt nochmal Infanteriewächter zusammengestellt. Aramis und Bella. Ja, habe ich meinen Infanteriemarsch, den ich noch ersetzen wollte. Gerhard Müller. Sobald ich hier die Möglichkeit habe, den Skill freizuschalten, wird dann Michael Hand den Aramis ersetzen. Hier habe ich zum Beispiel königliche Freischützen, also Infanterie und Kavallerie gemischt. Das ist auch mein aktueller Marsch für die Minen im Gold-Event. Bei den Haustieren ist es so, da habe ich jetzt erstmal die schwarze Katze gepimpt, um den dritten Marsch freizuschalten. Den dritten Skill, Entschuldigung. Dass ich 2 Märsche zu den Allianzgebäuden schicken kann, ist auch nochmal ein schöner Vorteil ist, weil man so mehr Punkte sammeln kann. Wenn dann beim Marsch ohne Luftschiff noch einer Megamacht, Megagarnison aktiviert ist, ist das natürlich auch nochmal ein schöner Vorteil. Ansonsten ist es eigentlich sinnvoll, den Kapuziner zu haben, der Truppengesundheit als Steigerung, Truppenschaden, Truppenangriff. Zusätzlich Lucky noch der Truppenverteidigung und Truppenangriff steigert. Ist immer so eine Sache, wofür der gebraucht wird. Bei den großen Spielern sieht man aber, dass die Captain Kapuziner verwenden, weil der doch super Vorteile bietet. Da bin ich jetzt nach und nach dran, den hochzuleveln. Da gibt es regelmäßig ein Event, das werde ich euch nochmal bei Gelegenheit näher bringen. Aber so, hier schon mal eine kleine Übersicht, wie ihr die Statistiken ein bisschen höher treiben könnt. Ich mache auch nochmal Videos zu den Aufgaben hier bei dem 50% Event, wie es von damals noch heißt. Und diese schönen Bauboni, die Kosten und den Bedarf für Aristokratenabzeichen um 50% reduzieren. Nennen wir es Shop-Event. Wie ihr da vorgehen könnt, beziehungsweise wie ich dann vorgehe, um quasi so ein bisschen das Ganze zu maximieren. Was neu ist hier in dem Event ist der Supreme Shop.
Hier könnt ihr also Abzeichen des Marquis, altes Manuskript, Genesis Elixier oder Trümmerstücke des Sternlichts abgreifen. Das wird bei mir aber erst gegen Ende des Events der Fall sein, weil ich noch so ein bisschen haushalte mit den Laternen. Ist vielleicht schon ein bisschen übertrieben. Morgen und Montag geht's dann in die Vollen. Naja, werde ich euch noch zeigen. So, ich hoffe, das hat euch so ein bisschen weitergeholfen. Habt ihr noch irgendwelche Fragen oder habe ich irgendwas vergessen? Dann sagt gerne Bescheid. Schreibt in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr auch gerne liken. Ansonsten danke ich euch fürs Zusehen und wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao.